Was könnte man wohl nachts um 4 besseres tun als Alien Isolation spielen? Ein Horrorspiel. Warum auch nicht? Iggy ist leider schon schlafen gegangen. Der hat gesagt, er tut sich ja nicht mehr an um die Zeit. Wir müssen immer noch in den Communications... wie heißt das Ding noch? Aufzug, genau. Denn wir haben uns ja gerade das Hackding besorgt. Hier sind aber noch so ein paar Symbole, von denen ich immer noch nicht weiß. Gerät, Werkzeug, Waffe. Uiuiui, das gibt's hier noch. Von Interesse. Das ist hier noch. Moment, da bin ich doch gewesen. Ich glaube, dann gehen wir mal zurück. Das war hier rum. Ich hatte in ein paar Kommentaren auch was von Alien vs. Predator gelesen. Wie das denn ist. Das ist eigentlich relativ easy. Hollywood ist irgendwann auf die Idee gekommen, man könnte ja die Franchises von Alien und Predator einfach zusammenschmeißen und hat daraus 2 Filme gemacht. Die aber... Ach, das war ein Bauplan. Lol. Wofür? Ah, Blendgranaten? Dann wird ja noch Call of Duty hier, ey. Blendgranaten, Rauchgranaten, Revolver... ich muss so sagen, den ersten, ich habe beide im Kino gesehen, der zweite war, naja, absolut leichtes Popcorn-Kino. Der erste fand ich echt krass bei Alien vs. Predator. Ich meine, wer einen Predator kennt, ja. Das sind Aliens, natürlich. Allerdings setzen die ein bisschen mehr auf Technologie. Die haben so einen krassen Anzug an und die sind mega stark und können sich durch den Anzug halt sozusagen unsichtbar machen, haben mehrere Arten von Sichten, Wärmesicht und weiß der Geier was. Richtig taffe Typen, die haben auch solche Krallen wie Wolverine zum Beispiel. Und ohne jetzt zu spoilern, aber... Okay, hier links rum. Da rein. Ja. In der ersten Szene des Films, wo die Viecher aufeinandertreffen, geht ein so ein Alien hin und macht direkt einen Predator platt. Und da saß ich einfach nur mit Kinnlade runter in diesem Kino. Weil ich mir gedacht habe, so ein Predator macht die Viecher locker weg. Und da ist irgendwie meine Welt so ein bisschen kaputt gegangen. Was soll denn hier bitte? Eine Waffe? Moment, können die auch in den Spinden sein? Nö. Och, liebes Spiel, möchtest du mich etwa veralbern? Hier um die Ecke. Und dann irgendwo hier. Knöpfe? Da, lol. Ach, wir können die Karte aktualisieren, na klar. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Okay, also, jetzt müssen wir aber zurück zum Aufzug. Ja, und Alien vs. Predator, also sie haben halt einfach nur die Viecher jeweils übernommen. Boah, ohne Spaß, ich habe gerade bei dem bewegenden Vogel gedacht, da wäre irgendwas. Also keine Charaktere oder... Deaktivieren Sie Sicherheitsabriegelung. Ach, Kinners. Ernsthaft? Ganz ruhig. Okay, da müssen wir wahrscheinlich rein. Weil wir können ja jetzt hacken. Von daher... Verschaffen wir uns mal Zugang. Ah, Moment da. Das fängt an mit diesem wunderschönen Ding, dann kommt das und dann das. Ich hab da noch keine Namen für. Dass mir da irgendwelche lustigen einfallen. Okay, haben wir hier schon was gesehen? Hier ist ein privates Terminal. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr raus, was denn hier so wirklich passiert ist. An W. Chief Porter. Chief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Ah, die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch für die Leute, die noch hier sind. Die schlechte Nachricht, wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an, er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen, Franco.
Was haben die Sachen? Ey, ey, Moment, Moment, halt, 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 hier. Immer langsam. Erstmal nochmal anmelden. Julia Jones. Trostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Seeksons kostensparend hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern. Das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufig Störungen. Scrollen! Boah, wie konnte es so weit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar in Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. Okay. Tja, wo sind die Milliarden hin? Man weiß es nicht. Audio? Gibt nicht. Zubehör. Haben wir auch nicht. Tja, die Milliarden. Ich habe keine Ahnung. Ja, alles. Gib mir. Aber diese sich drehenden Lichter, diese verändernden Schatten, also. Die Atmosphäre finde ich in diesem Spiel bisher echt fett. Es ist eigentlich nicht viel passiert, aber ich fühle mich trotzdem laufend in Gefahr hier. Moment, da ist irgendwas von Interesse. Gut, dass die Karte das macht. Ah, Abregelung deaktivieren. Da ja, macht den Alarm aus. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck! Der hätte ich bestimmt nicht gesehen. Nein. Alter. Scheiße, jetzt geht's los. Oh shit. Rein in den Schrank, rein in den Schrank, rein in den Schrank. In den Schrank. Leise, 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 leise. Mich nicht gesehen haben. Oder es? Habe ich hier nicht irgendwie so Tasten, wo ich mal irgendwie nur mal so kurz gucken kann oder so? Anstatt jetzt komplett rauszugehen, irgendwie trau mich überhaupt nicht rauszugehen. Ja, nur Spaß, ich bin am Schwitzen. Warum denn auch leise, wenn man auch volle Möhre vorpreschen kann? Scheiße, wo ist das Vieh denn jetzt hin? Oh shit. Ab sofort werde ich mich nur noch duckend bewegen. Ah, hier ist so eine Klemme. Ich muss da hinten hin. Aber ich könnte die Klemme aufmachen. Macht das irgendeinen Sinn? Ich weiß es nicht. Wir entfernen die Strebe. Wir gehen halt nochmal beide Tasten halten und dann A. Ja, ist klar. Ohne Spaß. Mach doch mal leise, Mädchen! Hier hinten war kein Ausgang, ne? Das sieht man hier so schlecht, aber ich gehe mal davon aus, dass hier keiner ist.
Kann man hier nicht irgendwie weg? Nee. Toll. Hier konnte ich... Ach so. Moment, wieso... Wieso mussten wir denn jetzt hier lang? Was wäre denn passiert, wenn ich einfach den Weg zurückgegangen wäre? Alter, ich bin völlig überfordert. Wir gehen jetzt da rein. Mach zu. Wenn das Vieh jetzt hier um die Ecke sitzt, dann ist das Spiel beendet. Alles klar. Also in den Filmen benutzen die ziemlich oft diese Vents. Deswegen weiß ich nicht, ob das... Deswegen weiß ich halt nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier reinzugehen. Ja, hier sind wir schon mal gewesen. Mach ich den Lärm? Alter! Da war nichts, aber ich egal. Ich weiß, ich gehe zur falschen Richtung, aber hacken Sie den Aufzug zu Seeks and Communications. Moment, man konnte auch das Stockwerk wechseln. Genau. Moment, wie komme ich denn jetzt wieder runter? So, da. Wir sind nämlich wohl richtig. Ich habe nur falsche Stockwerk. Man konnte hier speichern. Das werde ich jetzt tun. Speichern helfen gegen... Speichern hilft gegen Paranoia. Hoffe ich. Komm, mach. Boah, weh, die Penner gehen in diesem Moment, wo man speichern kann, hin. Man kann sich ja noch umgucken. Und dann kommt das Fieder an. Eigentlich habe ich gedacht, so, ja, du kennst ja die Alien-Filme und bla und alles und die Bücher und... So, scheiß da auf so ein Alien. Hätte ich nicht gedacht. Können die damit mal bitte aufhören? Okay, ich muss wieder nach oben. Ich hätte theoretisch, nur theoretisch auf das Alien schießen können. Ach, ich habe die ganze Zeit vergessen, die scheiß Karten zu aktualisieren. Okay, aber jetzt weiß ich Bescheid. Also ich würde mich echt wundern, wenn dieses Kack-Alien einfach die Treppen hochgeht. Der ist schon ganz schön riesig, das Teil, war. Und ich sitze auf diesen 20 Quadratmetern. Okay, ein bisschen mehr. Wo sich dieses Vieh rumtreibt. Ach so, das haben die wieder zugemacht, die Fix. Das und dann das und dann das. Da war ja voll ewig Zeit für. Hört sich gut an für mich. Komm schon. Ja, wie Start-Neukalibrierung am Arsch. Mach die fucking Luftreinigung an oder so. Shit. Was mache ich denn jetzt? Ich kann mich doch hier nirgendwo verstecken. Ja sicher, und dann gehen die Dinger auch schon wieder aus. Ist das Vieh jetzt irgendwo stehen geblieben? Ich werde es versuchen einfach. Darf ich sie looten? Während sie bluten? Um den netten Nils zu zitieren.
Hier, komm, zack. Kannst du mal aufhören zu piepen? Das. Und das. Und das. So, rein da. Tür auf, Tür zu. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Hier, Knopf drücken. Komm's. Mach den Aufzug zu. Wenn das mein Arzt wüsste, Kartenterminals fügen ihrer Spielkarte unerforschte Bereiche hinzu. Wieso war das Vieh auf einmal weg? So ein paar... Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. What? Da steht ja wirklich einer. Bist du freundlich? Wieso war das Vieh... Also zwei Sachen verstehe ich nicht. Als er aus dem Van kam, wieso hat mich das nicht gesehen? Also... Die haben mehrere Sinnesfähigkeiten. Die benutzen zum Beispiel auch Telepathie untereinander. Aber warum ist das gerade einfach weg? Ja, vielleicht hat es genug getötet. Wer weiß. Oh, Kartenmaterial. Nicht vergessen. Wo sind wir denn hier, Schönes? Communications. Aha. Oh, das ist ja ein kleiner Bereich, wo wir da gleich hin müssen. Begeben Sie sich umgehend dahin. Okay. Ja, gut. Das ist wieder die Musik wie aus dem ersten Film. Hallöchen. Redest. Das ist ein Android? Hallo? Mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Ist das für schlechter Android? Und man kann sich leicht überwältigt fühlen. Hier bei Seekson wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Daher werden unsere Kommunikationskanäle von der Apollo-KI bedient, die alle ihre Anfragen zusammenfasst, sodass ihre wichtigen Nachrichten nicht im Äther verloren gehen. Im Äther? Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. In der Uni hat mal jemand erzählt, wie genau das stimmt, keine Ahnung, den Zusammenhang weiß ich wirklich auch nicht mehr, aber das ist dieses gefährliche Halbwissen, dass die Leute früher wirklich dachten, als es noch keine so richtige Raumfahrt gab und so weiter, dass wenn man die Erde sozusagen mit einem Raumschiff verlassen würde, man die Erdatmosphäre verletzt und dann der ganze Äther, in die Erde einläuft. Das fand ich, oh, hier braucht man eine richtige Schlüsselkarte für. Was ist das denn? Ionenschneider. Ach cool. Ich muss mir also später meine Fluchtwege sogar aufschneiden. Das ist ja sehr, sehr rührend. Jetzt, oh, was ist denn das? Ausgang. Ach so, ja, da sind wir hergekommen. Wieso ist das da nicht enger? Wo kommen wir denn hier hin? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe von dem Vieh haben. Wenn bisher hat sich nur zweimal gezeigt. Ach, halt doch deinen Maul. Ja, ja. Ach, deswegen sehen die so kacke aus. Ah. Ganz schön creepy mit den Augen. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Wieder mal Maschinen, die einer Ripley im Weg stehen. Würde ja nicht... Würde ich abraten. What the fuck? Fuck you. Oh! Fand er nicht so witzig! Oh, rot heißt, die mögen mich nicht mehr. Aua!
Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Systeme verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos darüber, was ich getan habe. Ich habe gedacht, er wollte sich mir in den Weg stellen. Das war nur ein Android. Genial, einfach, einfach genial. Halt doch mal die Klappe. Dachte, der wollte sich jetzt so sozusagen. Okay, der hat das zum Glück nicht mitbekommen, vielleicht. Na, mal gucken. So nach dem Motto, ey, wenn du hier weitergehst, dann werde ich dich angreifen. Deswegen wollte ich den Präventivschlag haben. Was sagt denn die Kode? Was sind das denn für Dinger? Schneidepunkte. Ach so. Ah. Oh, hier gibt's wieder was. Aha, aha. Bewegungs... Oh, nice. Impfpistole einsammeln. Na, ich guck mal eben, ob wir noch was basteln. Warte, warte, was sagt denn unsere HP eigentlich? Komponente B haben wir. Das brauchen wir auch nirgendwo anders für, oder? Weiß ich gar nicht. Subkutane Impfpistole, ja. Medkits kann man nie genug haben. Piep, 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 piep. Oh, ich sollte Roboter werden. Ladungspack. Ja, her damit. Was da? Nee, das will ich nicht benutzen. Hier ist noch was. Ja, gib mir die Impfpistolen, Alter. Nein. Bindemittel. Ah, da müssen wir die Energie hinleiten. Ah, guck mal. Typ, 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 typ. Hört sich an wie Pac-Man oder so. Okay, die Luftreinigung gibt 2. Netzwerkkapazität 10 von 14. Alter. Laut Luftreinigung. Scheiß auf die Luftreinigung, Alter. Die Beleuchtung ist schon aktiv. Die werde ich bestimmt nicht ausmachen. Moment. Vielleicht da. Moment. Ah, wow. Der Android hat gesagt, ich darf da nicht hin. Also. Mach ich wohl eher die Lichter aus. Der mich nicht sieht. Okay, und jetzt nehmen wir mal den Bewegungsmelder. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Solltet ihr Alien wirklich nicht kennen, dies ist ein Element. Was soll Leertaste halten? Nein, nein, alles cool. Alles cool. Ich bin nur. Guck mal, hier. Ne, hier, User's Manual. Wollte ich mir mal durchlesen. Nie gemacht. Achso, ja, ich muss hier noch was nachgucken. Warte mal kurz. Der bleibt sowieso dort oben da stehen. Use, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht. Um Unfälle zu vermeiden, werden wir rausfinden, was hier los ist. Chief. Ungültiger Pfad. Ach so. Zuerst erschienen in Auge auf Sixon. Wir wollen ihnen keine neue Welt zeigen, wir wollten sie mit ihnen entdecken. Hier bei Sixon soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung Anwendung im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Oh, das reimt sich. Wir hoffen, sie werden sich uns auf diese Reise anschließen. Aha, super, Werbung. Herzlichen Glückwunsch. Morgen gemeinsam. Aha, Sixons Reise, unser Ursprung im All. 2034 änderte alles. Oh. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete Sixon, vormals Sieg und Sohn, Gott im Ernst, den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und unter der steten Führung des Gründers Josiah Sieg war unsere Firma bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Sohn baute die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiteten. Wayland Corp. teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josiah Sieg parat, zu spekulieren, innovieren und produzieren. Ohne Sieg und Sohn sähe der Himmel heute wirklich anders aus. Aha. Ja, Wayland Titani war immer schon so ein bisschen auf sich bezogen. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Sixon Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge,
Ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Mhm. Also, um nochmal zum Motion Tracker zurückzukommen, das ist ein elementares Teil für Spannung. Im ersten Teil kam es so ein bisschen, kam es über diese selbstgebastelte Sachen vor. Im zweiten war das schon so ein richtiger Motion Tracker. War schon cool. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man über diese privaten Terminals auch Türen öffnen kann. So, lässt du mich jetzt vorbei? Ja? Alles cool? Ja? Alles klar. Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier links reingehen? Dahin, wo wir hin sollen, scheinbar. Ah, da können wir uns verstecken. Gucken, ob wir den jetzt sehen. Okay, das ist abgefahren. Ich hoffe, das Ding hat unendlich Strom. Oder geht da unten gerade meine Batterie leer? Nee. Das Problem ist, das blurrt alles. Boah, wir sind gleich endlich im Kommunikationszentrum. Ich bin echt gespannt, was es dann da gibt. Rein logisch dürften wir überhaupt keinen Kontakt herstellen können. Also, irgendwas wird passieren. Oh, und das sehen wir in der nächsten Folge, und zwar morgen um 16.30 Uhr bei einer neuen Folge von Alien Isolation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis morgen.